bist das Himmelbett für Tauben und ständig auf Koks. Hast im Schrebergarten deine Laube, machst mit einem Doppelpass jeden Gegner nass. Du und dein VfL. Es begab sich zu der Zeit, dass am 23. Mai 2021 um 17.15 Uhr in Bochum der VfL Geschichte schrieb. Ja, auch für mich ein sehr besonderer Tag, nach so einer langen Zeit in der zweiten Liga an diesem Tag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht zu haben. Für mich aus einer anderen Perspektive, im ersten Jahr nicht unten auf dem Rasen zu stehen. Ich muss ehrlich zugeben, auch ich war nervös, aber habe versucht, alle so ein bisschen zu beruhigen, das Ganze ein bisschen zu setteln. Es war ja auch eine spezielle Situation durch die Quarantäne vor den letzten beiden Spielen. Und ich habe einfach versucht, dort ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen alle auf das Wesentliche zu beschränken und nicht das große Ganze zu sehen, sondern nur den Fokus auf das eine Spiel oder auf die beiden letzten Spiele dann eben zu lenken. Und als dann letztlich der Abpfiff ertönte, war ich auch nahe an der Bank mit den Spielern, die an dem Tag nicht im Kader sein konnten. Und dann war es einfach pure Freude. Und ich muss sagen, im Anschluss habe ich auch meine Funktion wieder etwas vergessen und war eigentlich der Spieler, der ich die Jahre zuvor war. Und habe mich einfach nur gefreut und wie ein kleiner Junge mit den anderen zusammen eben dann diesen großen Tag für den VfL gefeiert. So gut es halt eben ging. Natürlich hätten wir gerne die Fans dabei gehabt, aber wir haben für uns dann ein bisschen in der Kabine einfach die Sau rausgelassen und haben es versucht, so gut es geht zu genießen. Und ich glaube, das war für uns alle trotz der besonderen Umstände ein sehr, sehr besonderer Tag. Und ja, wir sind froh, dass wir wieder in der ersten Liga sind.